bin der Beppo Meier, bin in Wien geboren und lebe auch da in Wien, bin Musiker, Popmusik, bluesig, rockig, poppig, habe so ein kleines Tonstudio und bin Behindertenaktivist. Das bedeutet, ich trete für eine Minderheit ein, die es nicht so leicht im Leben hat. Da ich selber im Rollstuhl bin, weiß ich, wovon ich rede. Und vor allem, man wird sehr sensibel, was Ausgrenzung betrifft. Wir werden nicht überall mit offenen Armen empfangen. Man redet sehr viel von Inklusion. Aber in Wirklichkeit sind wir noch weit weg davon, dass wir gleichberechtigt teilhaben können am Leben. Das heißt, dass wir überall hinkommen, ohne Stufen, aufs Klo gehen können, wo die anderen aufs Klo gehen können. Also alles, was nicht bildende Menschen normal können, wollen wir eigentlich auch. Das ist eigentlich Inklusion. Man denkt schon bei der Planung, wenn ich was baue, muss ich schon dran denken, da gibt es ja andere Leute auch noch, die das eventuell benutzen können. Nicht nur Leute, die gehen können, vielleicht auch Menschen im Rollstuhl. Es gibt ja verschiedenste Arten von Behinderungen, wobei halt eine Art von Behinderung der Rollstuhl ist. Und natürlich dritte speziell für diese Menschen versuchen wir halt da das zu thematisieren, weil wir versuchen das an die Öffentlichkeit zu bringen. Mehr und mehr als behinderte Menschen inklusiv. Ist ca. 2012, 2013 entstanden. Der Erwin Ries, der Schriftsteller, haben wir telefoniert und da haben wir eigentlich, sind wir drauf gekommen, wir werden nicht gut behandelt, sagen wir so. Wir werden nicht gekürzt. Damals war es besonders schon arg, dass man halt teilweise Sachen, die früher Rechtsanspruch waren, einfach kein Rechtsanspruch mehr war. Keine Leistungen. Und da haben wir sich entschlossen, das teilweise zu thematisieren. Und so ist es dann entstanden, dass halt 20, 30 Leute haben sich das Aktivisten eingetragen und haben halt gewisse Sachen aufgezeigt. Jetzt spüre ich ein bisschen was. Joe Zawi 0 sagt euch ja was. Der Unterschied einmal zwischen Inklusion und Integration. Wenn ich integriere, habe ich eine bestehende Sache und integriere jemand in dieses System. Wenn ich sage, ich rede von Inklusion, heißt, ich denke schon vorher daran, dass es diese Personengruppe gibt. Das heißt, ich plane schon für diese Menschengruppe. Ich baue nicht Rampen nach oder Aufzüge, sondern ich plane schon so, dass auch diese Menschen inkludiert werden in die Gesellschaft. Und das ist der Unterschied, dass ich eigentlich schon bei der Planung oder Bau, mein Bauen schon berücksichtigt, ich rede jetzt vom Bauen, weil das Bauliche ist eigentlich barrierefrei, das ist ein wichtiges Thema, damit ich überhaupt gleichberechtigt am Leben teilhaben kann. Wenn du in ein Lokal gehst und ich komme nicht rein, habe ich nichts davon. Ja, also ich bin ja als Kind schon talentiert gewesen. Meine Schwester hat Gitarre gelernt, als Kindergärtnerin hat sie mir, ich habe Akkordeon gelernt und dann habe ich mit 12 Jahren, hat sie mir ein paar Griffe gezeigt auf die Gitarre und seitdem spiele ich Gitarre. Es gibt ja einen guten Satz, wir sind nicht behindert, wir werden behindert. Und das ist ja ganz ein guter Satz, weil das trifft schon einen Punkt. Weil mit guten Willen geht es schon, wenn man es wirklich will. Und es gibt ja sehr viele Fachleute bei uns, die haben das studiert, die kennen sich aus. Auch ich kenne mich relativ gut aus, obwohl ich es nicht studiert habe. Man kriegt ein Gespür dafür. Man sieht schon früher, das passt nicht. Und dieses Mitdenken, das geht mir schon an. Das wird nicht besser. Da denke ich mir, jetzt gibt es die Thematik, gibt es schon so lange.
Und sie machen dieselben Fehler, wie sie vor 20, 30 Jahren gemacht haben. Nicht immer.